Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Ja, guten Morgen, liebe Gemba. Endlich mal der KS 160 Slim. Da nehme ich gleich direkt einen mit nach vorne. Da kann Götz direkt vorne gucken, ob der Danfoss-Kompressor drin ist, ob die Schrader-Ventil drin ist, ob die Steuerung drin ist, die wir gefordert haben. Weil sonst geht der ganze Mist zurück. Aber wir haben ja Fotos, Videos vorher gekriegt. Ne? Was sind das, Stefan? 80 Stück oder was? Ne? Ja. 80 oder 83 Stück. Stehen die gar nicht auf Palette? Nee. Ah, habt ihr einen geilen Job da drin, ne? Ja. Wer ist denn noch da drin? Ich, der Ern ist auch da drin. Siehst du, alle im Container. Müssen wir nur aufpassen, dass die hier bleiben. Nicht, dass die mit zurückgehen hier, ne? Ja. Aber hier haben wir, schon einen ausgepackten stehen, ne? Ja. Komm, wir gucken schon mal. Warte. Ha. Geil. Ha, Götz wird ihn jetzt testen. Und euch dann auch vorstellen, sieht ganz gut aus hier hinten, hinter verraten wir mal so viel. Schon, ha, das ist schon ein richtig, richtig klasse Kühlschrank. Ne? Haben wir jetzt lange drauf gewartet, 3,5 Monate oder sowas, Stefan? Ne? Ja, 3,5 Monate. Das ist schon, ich würde sagen mal, mach mal leer das Ding. Ne? Ja, guck mal, jetzt haben wir, ja, ich musste vorne noch, waren noch zwei Autos im Annehmen, der Stefan. Und Jan und Lukas, die haben schon einen Teil Kühlschränke weg. Und wir haben jetzt vorne welche hingepackt, weil wir oberhalb von Götz seinem Labor ist unser Kühlschrank-Hauptlager. Der Rest geht jetzt hier rein, weil die gehen relativ zügig schon zu den Händlern hin, zu den Endkunden hin. Und wir haben, glaube ich, schon 3 Stück die Woche, die wir einbauen, zeigen wollen, wenn wir fertig eingebaut haben. Aber hier richtig schön mit dem Logo, ne? Also echt, also ist ein klasse Kühlschrank. Wir haben ja schon die 2 Testdinger, die gehabt. Götz wird nachher vorne mal die Unterschiede zeigen. Müssen wir den einen jetzt eben nach vorne holen gleich. Ja, da kommt schon wieder der nächste LKW, da kommt schon wieder der nächste an. Ja, so geht das hier immer weiter, ne? Kühlschrankfabrik WCS hier. Aber die funktionieren wissens und nicht die andere halt, ne? Ja, ich würde sagen, der Rest erklärt euch der Götz. Schönen guten Morgen, liebe Camper. Ich war gestern fast den ganzen Tag nicht hier. Die Kühlschränke sind gekommen. Ich sage, stellt mir bitte ein hier vorne hin. Ich habe noch gar nichts gesehen. Wir werden uns den Kühlschrank jetzt mal genauer anschauen. Ist ja alles das Gleiche, ne? So, Tobi. Jetzt. Jo, einmal hier rüber. Das ist eine Folie, ne? Oh, guck mal, haben sie schön gemacht, ne? Ja, die machen das alles, was ich will, ne? Das ist schon spitze gemacht. So. Genauso drauf wie der andere. So, jetzt müssen wir eben schnell eine Batterie holen. Dass wir den mal eben kurz dran machen. So, habe ich hier stehen die. In der Zeit kann ich nämlich ein bisschen was darüber erzählen. Da stehen die Batterien am Tisch. So, den habe ich von dreiviertel Jahr bekommen. Dann schaue ich mir an, wie die Kühlschränke bauen. Kann ich mir da Kühlschränke besorgen? Das ist eine relativ kleine Fabrik. Und dann haben wir hier, also ich habe am Griff geändert. Hier ist eine Metallplatte jetzt drunter. Das mussten sie ändern. Dann haben wir die Kälteleitung geht bis hierhin. Bis hierhin geht die Kälteleitung. Ne? Das ist der Griff vierfach. Habe ich gesagt, das müsst ihr ändern. Die geht jetzt bis hier bei dem neuen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Komm mal hier, Tobi. Tobi, Pascal. So, das ist der Kühlschrank, hier ist der Froster. Hier ist die Kälteleitung extrem eng, damit wir hier Leistung haben. Und dann machen die im Kühlschrank ungefähr das. Ich habe gesagt, nein, so möchte ich das haben. Haben sie gebaut. So, haben sie genauso gebaut, wie ich gesagt habe.
Mit dem Lüfter, das ist hier ein bisschen krumm und schief, das kommt von mir. So müssen Sie das für mich, das ist ein Titanlüfter hier, dass ich eine Ansaugseite habe. Wenn man einen Kühlschrank hat, der einen Drahtrohrkondensator hat, nimmt man keinen Lüfter. Ich brauche aber eine Ansaugseite. Siehst du, hier haben wir eine Ansaugseite. Haben Sie alles so gemacht. Jetzt geht's weiter. Wir haben hier einen ganz einfachen Kompressor. Es ist günstig, billig, wie auch immer. Einfach, darf nicht viel kosten. Nein. Ich habe gesagt, ich möchte diesen Kompressor nicht haben. Dann müssen Sie für mich alles, ich gebe den Kompressor vor. Wenn Sie sagen, bauen wir so nicht, muss ich mir jemand anders suchen. Man sieht hier, dass, ja, sagt man, China-Kompressor zu, ne? Das ist auch sehr ruppig und egal. Dann habe ich gesagt, ihr müsst mir das bauen mit einem BD50-Typ so und so. Und schaut mal hier, wenn hier was ist, ne? Das kann man auch Tedford, Dometic, wie die heißen, dann bist du verloren. Du kannst hier nichts machen. Der ist hier zugeschweißt. Ja? Ich kann den auch nie kontrollieren, wenn der mal eine Macke hat. Jetzt schaut mal hier. Das ist ein Seekorp, Danfoss. Danfoss ist der beste Kompressor der Welt. Ist ein 50K. Ja? Weil R134A möchten wir nicht haben. Mit dem GWP 1440. Müsst ihr mal gucken. Global Warning Potential, was die da schreiben. Könnt ihr im Internet, was ist GWP? Es geht niedriger. Es geht R290, ist glaube ich 4 oder 3. 1234YF ist 3. Wir haben jetzt das Kältemittel R600A. Das moderne Kältemittel wie im Haushalt. Sind ja nur 41 Gramm drin. So. Seht ihr, hier ist die Steuerung Seekorp, also Danfoss, Seekorp, das ist der BD50K. Ja, wurde so gebaut, wie ich das haben möchte. Na, das ist ganz, ganz günstig, weil, ich habe das auch erklärt mit dem Fenster, die Leute, die da kaufen, alle auch großen, die wollen nur billig, billig, billig. Ich möchte nicht billig, ich möchte perfekt. Na, jetzt habe ich ihn gerade mal angemacht, der läuft jetzt seit nur zwei Minuten. Da passiert noch nichts. So, ich habe ihn jetzt mal dran gemacht. Ne? Sehr schöne LED hier. Typenschild, WCS, alles drin. Ja. Das sind 156 Liter. Also brutto netto geht das immer. Wenn mit so einem Kühlschrank, ich habe mir gestern hinten ein Paket, die haben vier Pakete davon geschickt, weil ich gedacht habe, so muss ich das haben. Zum Beispiel, es würde mal ein Griff kaputt gehen. Ja? Ich habe ja alles da. Oder die Steuerung würde, hat aber alles gar nicht passiert. So, hier haben wir zum Beispiel die LED-Beleuchtung. Ne? Ich liefere jedes Ersatzteil innerhalb von 24 Stunden. Jetzt haben wir hier oben, der Kühlschrank ist an, dann haben wir von 1 bis 5, dort haben wir den Sleep Mode, das hier ist auch noch kein Schild drauf, den werde ich auch günstig verkaufen, den Kühlschrank, ja. Es war ja ein Prototyp, ja. Ich hätte ja hingehen können, ich hätte die Kühlschränke schon 5 Monate hier, weil das ist ja ein Kühlschrank, den Sie so liefern können und jetzt, es kommt ja noch ein ganz neuer, das hat damit nichts zu tun. Es kommt ja im Ende November dieser Hightech-Kühlschrank für März. Das wird eine Sensation. Aber das ist der nicht. Das ist ein neuer Kühlschrank. Und wir achten darauf, dass wir gegen Dometic, gegen Tedford so tauschen können. Ich ziehe den Tedford raus, ich schiebe den rein. Und unsere Kühlschränke genießen hohen Ruf in der Branche. Wie kommt das eigentlich? Meinst du, was ich an Kühlschränke mache? Könnte mal hinten in der Halle gehen, das ist, was da gestern gekommen ist. Oder meinst du, die liefern dir 4 Kühlschränke? Nein, es ist ein verdammt schöner Kühlschrank. Und wo es mir drum geht, im Sommer wird das richtig heiß, dann knicken viele Kühlschränke ein. Was passiert? Die Kältemaschine läuft sich doll und dämlich, weil die Verdampferplatte zu klein ist. Haben wir schon zwei auch Fachleute im Internet gesagt, hier vom Mitbewerber der Kühlschrank. Totale Fehlkonstruktion. Du kannst sie nicht in den Kühlschrank nehmen. Machen wir das Gasrohr weg, patschen wir einen Kompressor hinter. Jetzt habe ich einen Kompressorkühlschrank. Dann gebe ich mir hier zu viel Mühe. Weiß ich nicht. Dann machen die was richtig oder ich was falsch oder wie auch immer. Und dann sind
unglaublich viele Sachen, wo du dran denken musst. Dann hast du hinterher die Scheiße. Wenn man einen Kühlschrank im Reisemobil hat, muss abends die Beleuchtung ausgeben. Haben wir bei unserem neuen auch gesagt. Weil der Kunde liegt im Bett und da blinken dann oder brennen zwei Dioden. Viele müssen bestimmte Sachen im Wohnmobil abkleben. Darum achten wir drauf. Wenn wir etwas installieren, Display, Kombi oder irgendwas, muss immer hinter einer Klappe sein. So, seht ihr, das Display ist aus. Na? Das Display ist jetzt aus. So, schaut mal. Schaut mal hier. Wie lange ist das jetzt drin, das Thermometer? Fünf Minuten, zehn Minuten, ne? Schau mal hier. Kannst du jetzt nebenstehen? Kannst du jetzt nebenstehen? Das ist erstmal der Kompressor. 3000 Umdrehung Drehzahl. Wobei wir den noch verändern können. Könnten, brauche ich aber nicht. Diese Kühlschränke müssen gut Leistung bringen. Wenn ich mir jetzt das Wetter draußen angucke, das ist keine Herausforderung für einen Kühlschrank. Da kühlt jeder Kühlschrank. Ja? Da kühlt jeder Kühlschrank. Das können da alle vergessen. Es gibt ja auch Absorberkühlschränke, die schaffen einen Temperatursturz von 50 Grad. Hier einmal am Kopf fühlen. Dometic sagt 27 Grad. Die wissen gar nicht, was 50 Grad ist. Was habe ich im Wohnmobil? Ein Temperatursturz bei einem Absorberkühlschrank 50 Grad. Ja, haben wir bestimmt viele selber gesehen. Wie man sowas, also da ist man nicht lange in der Branche. Ich sage immer Neulinge. Du schaffst mit einem Absorberkühlschrank doch keine 50 Grad. Denn Dometic sagt ja selber 27 Grad. Bis 30, dann ist absolut Ende, ist Fahnenstange erreicht. Und ich möchte, dass der Kühlschrank im Sommer hervorragende Leistung bringt. Ich habe da keine Lust drauf, und das. Was natürlich wichtig ist, wenn man einfach den Kühlschrank nur reinklatscht, dann kriegt man mit jedem Kühlschrank Probleme. Boah, ist der leise, ne? Da ging mir ja drum. Hör mal. Es gibt ja Leute, die kommen und auch hier bei uns in der Vorverwandt, die machen so. Oh, den höre ich. Kinders, kauft euch keinen Kompressorkühlschrank. Trinkt warmes Bier, fahrt mit dem Absorberkühlschrank. Also ein Kompressor ist egal. Meiner in der Küche, alle auf der ganzen Welt, ist eine Maschine, die bewegt sich. Da müssen wir mal ganz klar drüber reden. Ja? Und gut, gibt natürlich sehr, sehr laute Kompressorkühlschrank, aber hier, so, der Hammer. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich da, weil ich habe es ja hier schon getestet. Ja, hier kommt es schon, weil der geht bis hier unten runter. Was haben wir denn? Nach minus 10 Grad. Ich habe nur gerade angemacht. Könnt ihr noch ein Video verfolgen? Ich habe gerade erst angemacht. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass ein Kühlschrank leistungsfähig ist und dass ein Kühlschrank, dass man dafür sorgt, dass die Abwärme weggeht. Und da wird einfach nur reingeschoben. Wir entziehen dem Produkt die Wärme, die kommt hier hinten raus, die muss weg. Die Wärme muss weg. Und das kommt von mir hier, darum habe ich hier Titan eingebaut. Ja? Ich sauge jetzt hier unten an. Hier ist meine Ansaugseite. Der saugt hier die kalte Luft wieder an. Und das braucht man nicht und Techniker hat gesagt und bauen wir immer so. Die schleudern das ja auch raus. Aber ich will ja sagen, den Kühlschrank hat ja keiner. Ja? Schaut mal, die namhaften Hersteller, ich nenne jetzt mal keine Namen, die namhaften Hersteller nehmen den billigsten Kompressor. Schaut da mal hinten drauf. Geh mal hinten drauf, guck mal, was da für ein Kompressor drin ist. Guck mal, was da drin ist. Glaubt ihr, er findet da einen Seekopf? Ein Danfoss? Nein, hier. Ich kann mal den Kühlschrank nach vorne holen, dann zeige ich euch den Kompressor. Dann, ja. Was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, das Kältemittel. Ist ja so, in so einem Kühlschrank sind 41 Gramm Kältemittel drin. Ist natürlich gar nichts. Man dürfte maximal 150 Gramm Kältemittel einfüllen. Im Haushalt, ne? R600A, R290, das ist darum, diese
150 Gramm Maximum, hat damit zu tun, würde dein Kühlschrank in der Wohnung undicht, würde das Gas ausströmen. Und damit es in deiner Küche nie eine Verpuffung gehen kann, ist diese 150 Gramm einfach viel, viel, viel zu gering. Und darum hat man sich geeinigt auf diese 150 Gramm und wir haben 40 Gramm drin. Ja, das ist ein mega, mega, mega schöner Kühlschrank. Qualitativ sehr hochwertig. Einer hat im Video, habe ich ja im Video gesagt, wir warten bei dem Adria, warten wir noch auf den Kühlschrank. Ja, weil der Kunde darauf bestanden hat, er möchte den Kühlschrank mit dem Danfoss-Kompressor. Das hat der Peter mal darüber berichtet, es sind die besten Kompressoren der Welt. Aber, hier, was glaubst du? So eine Kältemaschine, müsst ihr mal in Google eingeben. 12 Volt Kältemaschine, dann kommen die. 400 bis 700 Euro eine Kältemaschine. 400 bis 700 Euro kostet so eine Kältemaschine. Und die Dinger, die kosten 99 Euro. Dann habe ich ja damals schon gesagt, das war der Sprung, die sind nicht weitergegangen. Ich wollte aber auch mal fertig werden. Die Kühlboxen nur mit LG. LG ist auch schon ein guter Kompressor, ist natürlich kein Danfoss Seekopf. Ne? Das ist natürlich eine Preisliga. Und wir reden auch mit denen und wir mailen und das läuft so schön. Das will keiner haben. Die sagen, die Leute, die dort die Kühlschränke bestellen, kannst noch 50 Dollar billiger sein. Mach einen Kompressor rein, der 2 Jahre hält, dann sind wir doch raus. Ja, hörst ja im Augenblick nur noch 7 Jahre, 8 Jahre, 8 Jahre ist das Thema im Internet, da ist ja Wahnsinn. Da schreibt einer Kasperle-Theater, 8 Jahre, soll ich jetzt sagen, 8 Jahre, 9 Jahre oder 10 Jahre, verkaufe ich da einen Kühlschrank mehr? Wenn ich 10 Jahre gebe, ab morgen hat WCS 10 Jahre auf alles? Nein, gib mal 5 Jahre, ehrlich, wir geben 5 Jahre und danach ist Feierabend. Mehr gibt's nicht. 5 Jahre und das ist noch nicht mal ein Freibrief. Der Kunde kann nicht irgendwie was kaputt machen. Das wird alles kontrolliert. Ja? 5 Jahre Vollgarantie hat der Kunde. Ja, wenn der Kunde, jetzt ist auch einer gekommen, da ist die Kombi kaputt, aber richtig kaputt, der hat gar keine Garantie. Denn sein Wassertank ist, sein Schlauch ist geplatzt und vieles im Auto vollgelaufen, Versicherungsschaden. Kombi ist hinüber. Egal. Wir geben 5 Jahre ehrliche Garantie auf das Produkt und bieten natürlich ein hervorragendes Produkt. Und mit unserem Fenster, ja, es kann sein, Dezember, Januar, da möchte ich mal etwas zeigen, das hat der Flo mir gestern geschickt, damit ihr mal seht, was das für eine Arbeit ist, was wir hier machen. Denn die denken nur, der bestellt hat und dann kommt er am anderen Tag. Hm. So, der Flo hat mir das gestern geschickt. Guck mal hier, ich weiß nicht, ob man das dann hören kann. Der hat meine ganzen Fernbedienungen, ich habe den 20 Fernbedienungen eingeschickt. New? Guck mal, da liegen meine ganzen Fernbedienungen, haben wir mit FedEx nach China geschickt. Old? So, jetzt nimmt er gleich die Fernbedienung von, weiß ich nicht, von... vom Fernsehgerät. Ja, ich verstehe noch nicht viel. Ne? Seht ihr, da liegen, da ist die, guck mal, habe ich extra Aufkleber drauf gemacht. Das ist Alphatronics. Da geht das Fenster zu. Habt ihr gesehen? So, hier passiert nichts. Ich bringe da das Fenster nicht und dann geht da die scheiß Fernbedienung nicht. Dann dauert das länger. Perfekt muss das sein. Perfekt muss das sein und nicht billig. Na, billig, das können von mir aus andere machen, das interessiert mich gar nicht. Ja, du glaubst doch nicht, die Leute, die sprechen offen mit uns. Da bei uns bestellt keiner einen Kühlschrank mit einem Seekorb-Kompressor. Kinder, wir reden hier von 250, 280 Dollar, reden wir hier Aufpreis. Da sagt er immer, da kriege ich bald den ganzen Kühlschrank für. Nein, wir müssen das Beste haben. Und wenn ich dem Kunde den Kühlschrank im Auto baue, habe ich ein gutes Gefühl, dass der Kühlschrank nicht laut ist, dass er den besten Kompressor hat, den es weltweit auf dem Markt gibt. Ist nun mal Seekopf. Können wir stundenlang drüber reden. Geht kein Weg dran vorbei. Minus 14,6 an der Verdampferplatte. Ah, guck mal hier. Halt mal hier die Hand.
Guck mal, wie tief wir kommen. Hier, eiskalt. Ja, hier drum, bis hier drunter gehen wir. Bis hier drunter. So. Das heißt, wir haben 50% mehr Kälteleistung in diesem Kühlschrank. Geht die Maschine schnell aus. Die fährt an, blub, kalt aus. Und so muss das sein. Ne? Gut, der kühlt auch. Aber ja, das ist, der kühlt auch. Ne? Ein Ferrari fährt gut, aber ein Kia fährt auch gut. Das ist, muss man so einfach sagen. Kann man nicht anders erklären. Nur die beste Qualität. Alle Ersatzteile sind lagernd. Ja? Und Lager hinten ist ganz voll. Und ich habe ja auch, wie gesagt, 50, 60, 70 Händler, die den Kühlschrank auch möchten. Die Abmaße habe ich kopiert, weil ich bin Copyshop. Die Abmaße habe ich kopiert. Ich bin vor zwei Wochen waren wir in Urlaub. Dann bin ich im Südseecamp gewesen. Das ist da irgendwo bei Hannover, glaube ich, oder hinter Hannover. Da habe ich so einen Wasserfall gesehen am Golfplatz. So einen richtigen schönen Wasserfall. Habe ich Fotos gemacht, wie so ein Japaner. Und dann kopiere ich den. Den Wasserfall wollen wir im Sommer da hinten bauen, im Frühling. Wollen wir so einen Wasserfall bauen, schön mit großer Pumpe, weil wir jetzt so viel Platz haben. Ja, aber Copyshop ist Copyshop, ne? Oder wie siehst du da, Tobi? Ach, Spinnerei alle, ey. Die haben alle ein Neidproblem. Da haben die dann zu kämpfen. Ich kann nicht dafür, wenn die alle nicht vom Fleck kommen. Muss was tun. Ne? Wie gesagt, Stefan hat gestern eine Garage ganz vollgestopft mit den Kühlschränken, weil ich hatte gedacht, wären noch mehr gekommen. Da sagt der Florian, jetzt kann er sie alle wieder rausholen, weil die Garagen werden in 3 Wochen alle umgesetzt. Na komm, wir gehen mal kurz nach hinten. Also ein High-Tech-Kühlschrank. So, komm, wir fahren eben nach hinten. Da gehen auch jeden Tag, jetzt, ob Sommer, ob Winter, unglaublich viel von die Truhen raus. Also, das sind bestimmt 1.500, 4 Container. Da sind fast 1.800 Kühltruhen. So, seht ihr, hier stehen die ganzen Slim. Aber der Stefan hat die Garage voll gemacht. Den muss er wieder rausholen. Der hat einfach, Kinders, da kommen im März 300 Kühlschränke von dem neuen. 300. Das sind 304 Container. Das wird spaßig. Das wird spaßig. So, seht ihr, das ist sehr, sehr schön verpackt. Die Maße stimmen. Da stehen sie, vorne stehen sie. Ich glaube, 2 gehen raus heute, weil da 2 Kunden drauf warten. Ja. Wir bieten einen Spitzenkühlschrank, der im Markt nicht so viele Probleme macht. Ich hatte gestern, wir fahren nach vorne, meine Tochter hat es mir erzählt, ich hatte das gar nicht. Eine Frau, die fährt einen großen Liner aus Bayern und die Frau hat sich eine Kühltruhe geholt. Irgendwie hat einer im Treff gesagt, hol dir die Truhe, die ist gut, alles gut. Und dann hat meine Tochter sich mit der Frau unterhalten. Die Frau fährt jetzt zum Händler, Hersteller, was weiß ich. Die kriegt den 3. Kompressorkühlschrank. Die können auch den 4. und 5. einbauen. Die Schrottkiste kühlt trotzdem nicht. Das ist einfach so. Da kannst du noch 10-mal wechseln. Der kühlt trotzdem nicht. Und lass das bloß nicht mal im Sommer kommen mit 38 Grad. Ja? Dann brauchst du einen Absorberkühlschrank, weil der schafft 50 Grad Temperatursturz. Dann musst du den eben tauschen. Brauchst du einen Kompressorkühlschrank ein. Weißt du, man hat mir ja so im letzten Film, der Superheld da, hat er wieder so in die Rippen gedrückt. Aber bleibe ich wenigstens im Gespräch, wie ich die Batterie entladen habe. Ich kann nur das rausholen. Ich habe auch seine getestet, ne? Wenn er dort mal wissen will. Kann ich ihm genau sagen, was ich rausgeholt habe. So, liebe Camper,